So. Dum dum dum. Dum dum dum. Mal sehen, wer mir heute zuguckt. Das ist mir verfickt egal. Den Livestream von gestern habe ich gelöscht, weil der ist ein Wichser gewesen, der scheiß Stream. Gehe ich mal weiter und guck, wo ich hier gerade ankomme. Ah, zum Bahnhof. Ich möchte Zug fahren. Zum TÜV. Und wenn ihr keinen Stream zuguckt, dann herzlich willkommen, YouTube. Interessiert mich die Wichser auch nicht. Hello, you are welcome. Welcome to my stream. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Stream. Du bist herzlich eingeladen. Und jetzt geht's wieder los. Ich gehe jetzt wieder hier los in Minecraft. Gestern hatte ich auf Minecraft zwar Lust, aber es ging nicht. Ich mache jetzt erstmal mein Ladekabel nochmal für eine gewisse Zeit raus.
Mein Smartphone ist beim Stream manchmal ordentlich heiß, deswegen. Und ich werde mal gucken, was denn noch so passiert. Ich guck mal hier drüben, da bei der Bahn. So, jetzt gehe ich mal wieder los hier und werde mal sehen, was kommt. So, jetzt möchte ich nochmal nach da hinten hinfahren, und zwar am Arsch der Welt. Ich werde mal sehen.
Metal. Na, wie geht's? Burger? Oder bist du nicht mehr da? Metal, Burger, Metal. Heute habe ich nichts Dolles gemacht. Ich bin heute ein bisschen spazieren gegangen heute. Oh, fällt mir nur auf. Ich. Mann, ey. Was ist denn heute los? Ich bin heute ein bisschen müde. Mann, das Mikrofon ist auch mal wieder scheiße. Ich habe eine Idee, was ich da hinten bauen könnte. Ein Hauptquartier. Einfach irgendein Hauptquartier. Ein geheimes Lager oder ein
Ja, da hast du recht. Mach ich auch bald, aber ich wollte das erstmal noch kurz lassen, um es richtig zu verbrennen. Weil der Bagger kommt ja nicht mehr. Und das ist sowas von schade. Baggermensch hat die Straße hier gebaut und er kommt noch nicht mal mehr. Bin ich echt enttäuschend von ihm. Ich weiß schon, was ich hier draußen mache. Was ist da denn hier? Das stimmt. Das sind die im Prinzip, aber ich möchte mal austesten, ob die anderen auch mal endlich mal friedlich sein können, diese, die hier. Huh.
Sind Dorfbewohner im Prinzip ja auch, aber ich experimentiere halt gerne manchmal. Das ist keine Absicht, tut mir leid. Ja, das ist keine Absicht, aber ich bin heute. Jetzt geht's wieder ab in die Flammen. Jetzt geht's auch los. Here we go again. Aber was ich heute noch vorhabe oder irgendwann mal, nächsten Monat habe ich in meiner Sparbox ein Taui drin. Nächsten Monat meine ich. Ein Taui drin in meiner Sparbox. Weil ich ja auf einen Gaming-Laptop spare, deswegen. Ich spare nämlich auf einen Gaming-Laptop. Und deswegen ein Tausender ist nächste Woche im Topf drinne. Das meine ich damit, ist nächste Woche ein Tausender im Topf. Das meine ich damit, ich habe dann Tausender im Topf. Habe ich wieder 1000 Euro im Spartopf. Denn ich will nämlich so viel sparen. Und dann auch dann noch 400 dazu. Und dann Gaming-PC, sagen die Leute, ist wohl gut, aber ich kaufe mir dort das, wozu ich Lust habe. Ich hole mir ein Gaming Laptop und fertig. Und wenn der Gaming Laptop halt irgendwo mal zu alt ist, scheißegal, spare ich auch was Neues. Ja. Aber wenn ich einen Laptop kaufe, womit ich zocken kann, dann nur von MSI. Ja. In aller Scheiß mag ich nicht. Tut mir leid, dass ich so krass sage, aber ich meine das wirklich so, wie ich sage. MSI stellt viele Sachen her. Grafikkarten zum Beispiel. Dann stellen die auch Computer her. Ich kann ja mal Google fragen. Ich schau mal hier nach. Ich schau mal bei. Oh, Scheiße. Oh.
schnell wieder reinstecken, das Ladekabel, weil. Oh, tut mir leid. Da habe ich wohl Coca-Cola gegoogelt. Ich gehe mal kurz auf den MSI Store und dann. Hier. Wie viel RAM hat der? Ja, stimmt. Und ich bin gleich wieder da. Tut mir leid, wenn ich jetzt erstmal. Bin gleich wieder da, ich wollte nur kurz was gucken. Du kannst mich aber trotzdem noch hören, ich habe das Mikro angeschaltet. Ich wollte was nachschauen, es ist etwas privat, deswegen habe ich das Bild kurz ausgeschaltet. Weil manchmal habe ich manchmal auch private Sachen, die man nicht sehen soll. Und es gibt manchmal auch Sachen, wo man für eine Klatsche von Twitch kriegt. Deswegen schalte ich ab und zu auch mal das Bild ab. Ja, aber ich mache so lange noch hier Musik an, wenn YouTube Music nicht mal wieder rumspackt. Weil die App, die kackt auch immer wieder ab. Ach man, die scheiß App hier. Nee. Jetzt funktioniert die endlich.
schau mal hier nach. Ja. Ich bin gleich wieder da, richtig. Tut mir leid. Ah. Tonight's the date we found our fate. With our sound will resonate. The time to wait as we lose our weight. Now above the ground, we levitate. Ah, yo. Das hört sich gut an. Bin wieder da. Das waren nur etwas Privatsachen, die ich erledigt habe. Manche Sachen soll man halt nicht sehen. War ich auch schon mal, naja, schon mal in meiner Galerie war und hat man fast irgendwas gesehen. Mit irgendwelchen unanständigen Bilder. Und deswegen habe ich ausgeschaltet lieber, weil wenn ich andere Sachen erledige, die manchmal auch wichtig sind, dass die... Tut mir leid. Nicht funktionieren, deswegen mache ich manchmal auch das Bild weg. Weil ich nicht möchte, dass man manchmal das sieht. Na zum Beispiel, ich sag mal... Auch noch, ich habe auch noch ein. Ich habe auch ein paar Leichen im Keller. Ich sag zum Beispiel. Nicht echt Leichen im Keller, ich meine nur so als Sprachwort. Ich habe auch schon mal. Ist das Mikro überhaupt an? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Die mag ich einfach gern ärgern. Die mag ich einfach so gerne ärgern. Ja, und ich habe jetzt die private Sache erledigt. Das ist gut. Den kann ich nicht nachher nehmen, der ist auf Trovo.
Ja, ich würde gleich nochmal gucken. Ob da alles noch heil ist. Ich werde schauen jetzt. Ich schaue jetzt nach. Mein Gott, ey. Ich hab dich eben nicht gemeint. Ich meine diese blöden Wagen hier. Ja, Hasen nerven auch in dem Wagen wirklich. Scheiße, passt nicht. Wenn ich das schon nicht mehr gebrauchen kann, diese Loren. Weg. Weg. Und weg. Ich mach gleich. Ich finde die Geräusche irgendwie cool. Die schreien rum, weil die nämlich dann diesen Untergrund, da wo der Warden ist, sollen diese Engines, ich weiß nicht wie das genau heißt, den Warden beschwören. Oh nee, ey. Solange wie die. Scheiße. Tut mir leid. Mein Gott, nochmal, ey. Hier ist das Schneehaus hier. Macht nichts. Kann mal passieren. Ich reiße keinen deswegen den Kopf ab. Wenn man mir Bescheid sagt, dann ist es okay. Mhm.
Alter Falter. Die Dinger sind ja hell. Ich guck mal bei dir vorbei. Weil es ist ja auch wichtig. Und so wie es nachher geht, zum Raid, das ist ein Geheimnis. Das sag ich nicht. Und es wird auf jeden Fall... Ah, hier kann ich mich gut dran orientieren, aha. Ah! Neck Miosch. Scheiß Server, ey. Der Server ist nicht scheiße. Ach, mein Smartphone ist nur verdammt. In alle Ewigkeit für beschissene Scheiße. Hier. Hier, alles ist gut. Nichts ist kaputt, alles in Ordnung. Keiner hat was gegrieft oder zerstört. Sachen zerstören ist hier eh strengstens verboten von mir, weil ich nicht möchte, dass Leute schön gebaute Werke kaputt machen. Weil das hier ist in meinen Augen ein schönes gebautes Werk. Auch wenn das ganz einfach ist. Das wird hier drin integriert, weil alle Leute, die hier was bauen. Ich gucke gleich. Gerade eben hat es hier wieder rumgegletscht. Dieser ganze Scheiß, ey. Ach, Twitch glitscht im Moment wieder rum. Ich werde nochmal nachschauen. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Das Essen... Ach, tut mir leid. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Ja, du meinst das Haus hier vom Panda Tower. Ich schau mal nach. Oder vom Baggermensch. Meinst du das Haus hier? Oder das Haus hier? Mit dem Lagerfeuer. Das ist gut. Was ist da denn? Die Hasen sind hier ja drinne. Alter. Thank you.
mache jetzt was zu einem deutschen Streamer hin. Ich mach gleich weiter. Ich muss erst mal noch was eingeben. Bin wieder da. Denn ich habe nämlich gerade ich weiß nicht genau was. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das da ist. Ich weiß das nicht. Gut. Unsere Kitsune Aka Tama ist durchgedreht, hat fast die halbe Schule wieder mal abgerissen. So den der Kitsune habe ich was denn gemacht, weil der im Moment auch was macht, deswegen. Heute, ja. Heute wird neue Sachen passieren. Was macht der Kitsune denn da? Es bleibt also spannend.